Willkommen zurück, liebe Leute. Da, wo wir aufgehört haben. So, wir sind wieder zurück da bei dem großen Meister. Ja, komm, wir reden nochmal mit dem. Nun, was gibt es? Ich habe zu tun. Ich habe es dir 1000-mal gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Meine Tochter ist außerhalb deiner Reichweite und wird es immer sein. Sie hat etwas Besseres verdient als dich. Wärst du klüger, würdest du das einsehen. Weg mit dir! Der ist echt gemein. Aber mir fällt gerade an der Stelle ein, welche Synchronstimmen sind euch denn bis jetzt schon aufgefallen? Mir sind schon ein paar aufgefallen. Ich werde jetzt nicht sagen, ihr dürft gerne unter diesem Video mal kommentieren. Hört mal genauer hin vom ersten Teil bis jetzt. Es sind zwei, wo ich mir hundertprozentig sicher bin. Und bei einer, der andere kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also mal schauen, was ihr denn da so erratet. So, die Kugel dürfen wir ja nicht so nehmen. Ich gebe sie ihr zurück, sobald der Hexer da war. Und du hältst dich aus den Angelegenheiten zwischen mir und meiner Tochter heraus. Ist das klar? Nö, das machen wir nicht. Also der Hexer, aha, okay, gut. Irgendwie müssen wir an die Kugel drankommen. Dann gehen wir einfach nochmal runter. Betrachte Layla. Bringt das was? Layla. Ui, ja, wunderhübsches Ding. Rede mit Itox. Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Okay. Ja, also hier haben wir ja noch, betrachten wir nochmal unser Inventar. Wir haben hier Klebeband, Strohhalm, Luftballon, ein Küchenmesser, eine Waage und eine Alarmleuchte. Wir betrachten nochmal das Förderband. Genau. Ich habe nämlich vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht können wir das kaputt machen oder so. Aha. Jetzt habe ich da Klebeband am Messer. Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Warum habe ich jetzt Klebeband am Messer? Gut, was haben wir denn da? Da ist ja noch irgendwas. Paratolala, was? Was soll das sein? Haben wir jetzt noch irgendetwas in unserem Inventar dazu bekommen? Nee, aber jetzt. Ja, erstmal eine Antenne. Ah, okay. Ja. Ah, ich verstehe. Okay. Wir müssen ja irgendwie an Laylas Kugel kommen. Aber der Koch da draußen, der ja versucht, Futter aufzutreiben. Ich glaube, der hat Hunger, wenn ich das richtig verstanden habe. Und oben in der Höhle sind ja Äpfel, an die wir das letzte Mal nicht rangekommen sind. Also denke ich mal, dass wir vielleicht mit dem Messer und der Verlängerung an die Äpfel rankommen. Probieren wir das einfach mal aus. Tatsächlich. Cool. Der freut sich wie Bolle. Jetzt haben wir ein paar Äpfel. Okay, können wir die vielleicht in die Suppe reinschmeißen? Nein, alles klar. Dann gehen wir mal. Oder warte mal, vielleicht können wir ja... Ich habe ja keine Ahnung, für was wir das brauchen. Aber benutze den Lampenschirm. Warum können wir den Lampenschirm auf einmal benutzen? Hey, das sah cool aus. Ah, zum Verstecken ist es dann für den Fall, dass da irgendeiner zurückkommt. Aber wir haben hier zumindest jetzt einfach mal so eine Verlängerung. Ich weiß halt nicht, wir klicken halt einfach mal hier durch. Wenn wir echt nicht mehr weiterkommen, benutzen wir unsere Hilfe, nämlich die Leertaste. Denn mit der Leertaste können wir, kann ich nochmal kurz demonstrieren, hatte ich am Anfang gemacht, können wir hier alles sehen, was man so machen kann. Ist ganz nützlich, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Komm, jetzt nimm mal
Ah. Okay. Theorie ist aufgegangen. Was haben wir denn jetzt Schnur mit Köder. Was sollen wir ködern? Was sollen wir denn jetzt ködern? Können wir mit der nochmal reden? Ah, die Bekloppte. Eigentlich nicht so. Sind sie nicht wunderbar? Echte Petra-Schirmmützen. Gutes Marketing ist alles, weißt du? Ich plane eine aufwendige PR-Kampagne. Möglichst viele Prominente sollen mit solch einer Mütze herumlaufen. Und wer nicht mitmacht, ist ein gedankenloses, primitives Charakterschwein. Also, nicht, dass Schweine keinen Charakter hätten. Wieder ein schönes Beispiel, wie Tiere in unserer Sprache systematisch unterdrückt werden. Petra, Petra. Halt fällt mir ja jetzt erst auf. Halt mal. Oh, also schön. Na gut, behalte sie. Es ist ein Geschenk an die Natur. Ja, danke. Ey, Leute, das war jetzt kompletter Zufall, dass ich diese blöde Schnur mit dem Hut da zusammengesetzt habe. Aber, ja. Zieh sie auf. Gleich darüber. Nee. Betrachte das Loch im Eis. Mach halt mal. Ja, patsch, brrr, ist kalt und nass, genau, wollte ich auch sagen. Okay, ich guck mal, ob wir hier noch so ein paar komische Dinge miteinander kombinieren können, nachdem man ja, das ist ja ganz logisch, dass man das kombinieren kann, wenn man so drüber nachdenkt, aber was wir da damit anstellen sollen, no idea. Aber wir gehen jetzt mal zurück zu dem Teil hier. Ah, da steht der Koch, aha. Aha, aha. Ich guck mal, ob man hier, weil nämlich sobald man etwas miteinander kombinieren kann, leuchtet nämlich unser Pfeil rot. Aber jetzt können wir mit dem nochmal schwätzen. Buladulaha. Pudulubut. Mams, was? Pudalup. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn da was verstehen? Krollomasch, Kroschluck, komm! Hat schon mir besser angehört. Xadalupa, vielleicht bist du dir sicher? Cesarapuyak. Warte mal. Cesarapuyak. Buladulaha. Spielen die gerade? Hier nichts. Okay. Was haben wir denn jetzt gefressen? Ein Vierbock. Okay. Was unser Freund hier alles frisst. Aber gut. Ey, ich habe keine Ahnung, was sie miteinander gesprochen haben. Aber ich mag den ihre Sprache. Die ist irgendwie so primitiv. Warte mal, was ist das? Nimm das Kabel. Ach stimmt, da war ja noch was mit dem Kabel. Vielleicht können wir mit der Verlängerung das irgendwie auseinanderkappen. Ja, ist in Ordnung. Funktioniert immer noch nicht. Warum machst du es denn dann zweimal? Das hatte ich mich das letzte Mal schon gefragt. Genau, finde ich auch. Gut, gehen wir mal rein. Und mal schauen, was wir jetzt mit unseren neuen Dingen hier machen können. Wir haben jetzt ein komisches Dingens und ein komisches Dangens. Und Nee. So vielleicht? Nein. Sieht nicht so aus. Ich finde es auch toll, wie das voll an Star Wars angelehnt ist. Hier mit Layla, Prinzessin Layla. Vor allen Dingen hier auch noch mit der Frisur und so. Ganz tolle Gag. Okay, also ich habe hier keine Ahnung, was man noch machen sollte.
Deswegen mache ich mal unsere Hilfe an. Vielleicht sehe ich etwas, was wir noch nicht gesehen haben vorher. Betrachte das Förderband. Nee, ist das Einzige. Kann man sonst nichts miteinander kombinieren? Okay. Nein, 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 nein. Meins, 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 meins. Ah, nee. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Bleib lieber hier. Genau. Nett mit dem bösen Onkel da schwätzen. Mal gucken, ob man vielleicht was Neues... Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Okay, hier gibt's noch nichts mehr irgendwie. Scheint nicht so, als ob wir hier noch was machen können im Moment. Mal gucken, was wir hier noch machen können. Durchsuche die Kiste, das hatten wir eigentlich schon gemacht. Komm, wir hauen nochmal den Pinguin auf die Birne. Komm, hau den auf die Birne. Haut ruf. Oh, reg ich nicht so auf. Vielleicht können wir dem ja irgendetwas unterjubeln. Nein. Ballon? Nein. Hier... Eine Waage, mal gucken, wie schwer du bist. Nein. Eine Alarm, auch nicht. Stinkst du? Geh dich waschen. Petra? Also. Hä? Hä? Was ist das denn? Haltet ihn! So haltet ihn doch! Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Wir haben dem blöden Pinguin die Mütze aufgesetzt. Haltet ihn! Ach so. Halt ihn fest? Oder was? Du musst ihn richtig festhalten! Ach so, Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver? Ablenkungsmanöver? Aha. Schlawiner. Komm. Haltet ihn. Nein. Oh. Ach du Tollpatsch. Ich meine, es war keine Absicht, aber... Oh. Da siehst du, was du wieder angerichtet hast. Du bereitest nichts als Kummer. Wo willst du denn einen Ersatz finden? Die Kugel hat sie an zu Hause erinnert. Hier gibt es nichts, was das könnte. Plarede, Lululu? Och Mensch, das tut mir echt leid. Bist so ein Tollpatsch. Hallo. Schon gut. Ich weiß. Nur eine Kugel. Ist nur hier immer hell. Vermisse Sterne. Oh. Vermisse Zuhause. Oh Gott, ist das süß. Oh, Jesus. Was soll er, Kabik? Papa, gemein. Nicht deine Schuld. Tut mir leid. Ich würde gerne mal was verstehen von der Konversation, die das Vieh so treibt. Ich kann es mir so ungefähr zusammenreimen, aber es ist nicht wirklich so verstehen. Nicht vertrauen, Hexer. Ja, Papa vertraut ihm. Brauchen Kristall. Sonst keine Energie. Ja, müssen warten. Kommt bald. Mach's gut. Okay. War noch. Können wir noch was in der Kiste? Ist was Neues drin?
Nö, okay, gut. Also, die warten auf den Hexer wegen einem Kristall. Die warten auf einem auf den Hexer wegen einem Kristall. Okay, also gibt es vielleicht hier noch eine Möglichkeit, irgendwie ein Kristall zu finden? Weiß halt nicht, können wir... Nein. Ich versuche halt einfach überall alles miteinander zu kombinieren und in der Hoffnung, irgendwas davon stimmt, was ich hier so mache. Aber nein, das scheint nicht so gut. Dann gehen wir in die Höhle zurück. Mal schauen. Hilfe. Nimm den Lampenschirm. Sag mir nicht, dass da jetzt ein Weihnachtsmann durchkommt.